Optisch wäre in anderen Spielen diese Qualität wäre fake. Da könnte man nicht rein. Ja, aber es ist schade, dass er die Häuser einfach kopiert hat. Der hat wahrscheinlich einfach nur kopieren und einfügen gedrückt. Ich meine, wer braucht einen Raketenwerfer, wenn man einfach so ein Piano hat, das explodieren kann? Nuke. Ja, Nuke passt eigentlich auf so einen Militärflughafen, ne? Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe ja die letzten Wochen öfter mal GTA in Teardown gespielt, denn es gibt ein paar Mods dazu. Und ich habe wieder 2 bzw. 3 gefunden, ne? Denn es gibt ja noch andere GTA-Teile außer den 5. ne? Und einer davon ist Vice City und der andere ist San Andreas. Ich habe die zwar nie gespielt, aber ich weiß, dass die davor irgendwann waren, weil die Qualität war damals mir einfach zu schlecht. Also für die damaligen Verhältnisse war das krass, aber für heutzutage wäre das natürlich ein Witz. Und deswegen hat es mich nie interessiert, aber ab GTA 5 wurde es halt unfassbar. Ja, aber viele von euch haben das gespielt und kennen das. Dementsprechend dachte ich mir, spiele ich es auch. Und wir fangen heute mit Vice City an. Vice City und San Andreas sind, soweit ich weiß, vom gleichen Entwickler. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bei Vice City gibt es nur eine Map und das soll der Airport irgendwie sein. Und bei San Andreas gibt es 2 verschiedene Maps. Also 2 Bereiche in San Andreas. Ich weiß nicht genau, wie es aufgeteilt ist. Muss ich noch gucken. Aber heute erstmal Vice City. Ja, die Map ist echt nicht so groß. Ich weiß nicht, ob man rüber kann. Warte, das finden wir gleich mal heraus. Komm schon, bitte. Bitte keine Wand. Nein, 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 stopp. Keine Wand. Es ist eine Wand. Es ist einfach eine Wand hier. Brudi, wieso? Aber was mich wundert, die Wand ist nicht mit diesem Effekt. Ihr kennt doch diesen klassischen Effekt, ne? Oh nein, aber diese Szene gibt's nicht. Also dieses rote. Oh mein Gott, von der Qualität ist es so schlecht. Aber ich glaube, so eine Art war es auch in GTA Vice City. Weil die Qualität war halt wirklich bombenschlecht im Verhältnis zu den... Da, die Wand. Wieso ist die Wand nicht hier? Aber wenn ich hochgehe, ja, hier ist sie weg. Okay, anscheinend gibt es da irgendwie eine Obergrenze. Aber okay, interessant. Das heißt, es geht jetzt in Vice City echt nur um den Airport. Ja, sagt mir gar nichts. Wie gesagt, ich habe die Spiele nie gespielt. Ich glaube, ich habe früher mal in eins von diesen reingeguckt. Ich glaube, das war bei Mafia. Ich glaube, es gab sowas in der Art wie GTA, das hieß Mafia. Und das habe ich mal gespielt. Früher. Weil es jemand gespielt hat, den ich kannte. Schwierig jetzt, ne? Also dann die es von euch kennen, die werden es jetzt voll feiern, aber ich halt nicht. Ich schaue jetzt einfach mal in die Häuser. Oh, das ist eine Richtung. Ah doch, die Türen gehen sogar auf. Ich dachte wirklich, das sah optisch aus. Optisch wäre in anderen Spielen diese Qualität wäre fake. Da könnte man nicht rein. Okay, sogar Inhalt. Das Einzige, was ich halt eben dazu sagen kann, ist der Airport in GTA 5. Der ist halt sehr, ja, sehr geschützt, sage ich mal so. Obwohl es ja auch 2 gibt. Militärflughafen oder normalen. Beim normalen, glaube ich, kriegst du direkt... Doch, ich glaube, beim normalen kriegst du 4 Sterne und beim Airport, beim Militärflughafen kriegst du, glaube ich, 5. Ich bin aber nicht mal ganz sicher. Okay, also nicht viel Inhalt. Ey, bitte, komm, mach, dass jedes Haus anders aussieht. Ah, nee, das ist nicht gleich. Weil hier, ja, das ist anders, oder? Hab ich gerade verwirrt? Also hier ist der Bettraum. Also, wo die Leute schlafen. Ich muss jetzt nochmal gucken, was hier nochmal drin war. Dezent verwirrt. Nee, das ist doch das gleiche. Oh, Mann, ich dachte, die haben Difference geschaffen. Also ein bisschen verschiedene Sachen und so. Ja, ich müsste aber echt nochmal Vice City und dann San Andreas spielen, weil es interessiert mich schon, wie das so war von der Geschichte her. Weil ich habe zum Beispiel die Story in GTA 5 extrem geliebt. Also die ist wirklich cool. Sehr aggressiv, aber macht Spaß. Bisher alles identisch. Oh, hier kann man safe nicht rein. Das ist dann fake. Das sieht man aber leider auch schon an den Fenstern. Aber was ich mich frage, warum? Warum faken die das? Warum lassen sie da, also bauen die da was rein, aber hier nicht? Also ich werde auf jeden Fall mal reingucken, ob das komplett fake ist oder nicht ganz. Okay, gut. Inhalt haben sie nicht geschaffen. Obwohl man uns dazu sagen, das wäre aber auch zu aufwendig. Enttäuschend. Ich dachte, die geben sich ein bisschen Mühe. So, fahren wir mal den Vehikel. So einen Truck gab es aber, glaube ich, in GTA 5 nicht. Also zumindest in der Story-Mission. Also ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber den feiere ich. Also der gefällt mir. Das ist halt ein klassischer Armee-Truck. Oh nein. Oh mein Gott. Ich bin direkt rein. Aber jetzt können wir gleich mal reingucken. Obwohl, ja. Sieht halt genauso aus wie das andere. Einfach eine Baracke. Wie sieht denn mit den Duschen aus? Hallo, wie sieht's mit den... Stopp. Stopp, hör auf zu buggen. Oh. Kann man hier eigentlich rein? Ey, Leute, wie ich sag doch, wir probieren alles aus. Ich meine, wenn das schon nicht so weit geht, dann müssen wir zumindest, ja, versuchen, dass wir alles erkunden. Hätte man hier hoch... Ah, nee, hier ist keine Leiter. Hier sollte wahrscheinlich eine sein. Und hier oben mal gucken, ob was drin ist. Ja, leere. Okay, gut. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die anderen Häuser hier auch genau das gleiche haben werden. Also, I guess, dass da genau das gleiche drin ist, weil es macht ja keinen Sinn. Ja, aber es ist schade, dass er die Häuser einfach kopiert hat. Er hat wahrscheinlich einfach nur kopieren und einfügen gedrückt. Ich weiß gerade, also der Airport ist auf jeden Fall kleiner als der normale Flughafen, aber ich glaube sogar größer als der Militär in GTA 5. Wie gesagt, ich vergleiche das immer, weil ich kenne es ja nicht anders. Okay, und hier die letzte Baracke. Ja, okay, gleich. Aber auch wieder keine Menschen. Was ist mit den Menschen los? Warum gibt es hier keine? Und vor allem auch keine Fahrzeuge, nur dieses eine. Leere Lagerhalle. Vermutlich auch leere Lagerhalle. Leere Lager. Ist da... Ah, nee, das war gleich das gleiche, ne? Gab es so Türme in GTA 5? Ich glaube nicht. Müsste echt mal so rein für den Testzweck. Hä? Die Palme, die fliegt durch den Boden. Da!
Was geht mit der Palme ab? Okay, gut. Also hier kann man auf jeden Fall rein. Da kann man aber nicht rein. Aber ich liebe es in Filmen, wenn so diese Hütten so aufgesprengt werden. Oder auch in The Walking Dead gab es auch so Szenen, wo mit so einem Rocket Launcher diese Türme, diese Wachposten abgesprengt wurden. Ja, nichts Dramatisches bisher. Ich hoffe mal, in einem großen Gebäude ist noch was. Aber erstmal machen wir so eine kleine Rundfahrt. Denn ich mag den Truck. Oh, der ist aber unfassbar schwer zu steuern. Ja, schwierig. Und jetzt kommt gleich die Wand. Nein, Leute, hör doch mal auf. Wieso bist du so klein? Außenposten. Oder Airport. Vor allem will ich auch mal wissen, wie groß die Map bei Vice City und San Andreas eigentlich war. Ja, war die größer oder kleiner als von GTA 5? Aber es, also größer kann ja auf gar keinen Fall sein. Ich meine, warte, ich google jetzt. Das interessiert mich jetzt. Da, San Andreas ist 2004 rausgekommen und GTA 5. Ich glaube, San Andreas ist das dritte, ne? Ah, nee, San Andreas ist noch was anderes. Das ist nicht GTA 4. Okay. Also, GTA 3 kam 2001 raus. GTA 4 2008, also 7 Jahre später. Und GTA 5 dann nochmal 5 Jahre später. Was eh krass ist, dass die jetzt für GTA 6 10 Jahre brauchen. Oder? Wenn man das Verhältnis sich so anguckt. Ja, schwierig. Und Vice City ist 2002 rausgekommen, also ein Jahr nach GTA 3. Deswegen denke ich mal, gehe ich mal davon aus, dass Vice City deutlich, deutlich kleiner ist. Die können ja nicht eine ganze Map in einem Jahr neu erstellen. Und San Andreas ist 2004 rausgekommen. Also nochmal 2 Jahre später nach Vice City. Irgendwie krass, oder? In dem kurzen Zeitraum und dann, ja eben, nach 2004 nochmal 4 Jahre später GTA 4. Also die Teile haben sie alle sehr, sehr schnell produziert. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass die Teile im Verhältnis zu GTA 5 ein Witz an Aufwand waren. Also die Qualität war ein Witz im Verhältnis zu GTA 5. Und GTA 5 ist selbst für die jetzigen Verhältnisse noch krass. Selbst für 2023 ist GTA 5 immer noch eine krasse, coole Qualität. Da würde ich gar nicht wissen, wie GTA 6 dann jetzt wirklich wird. So, dann fahren wir mal in die Garage, wenn die aufgeht. Naja, anscheinend nicht. Oh mein Gott, einfach eine leere Lagerhalle. Mann, oh, willst du mich? Als ob die andere Lagerhalle hier auch leer ist. Diese große Halle ist einfach leer. Komm, machen wir einen kleinen Drift. Da frage ich mich aber auch, war das in echt leer? Also in echt Vice City waren diese Hallen leer oder ist es jetzt wirklich nur in Teardown? Ich gehe mal sehr, sehr stark davon aus, dass es nur in Teardown ist. Weil die können doch nicht sonst so ein riesiges Gebäude. Ja gut, aber ich weiß auch nicht, ob man in die Gebäude rein konnte. Weil, ja, Vice City, San Andreas, 4. Teil, 3. Teil, die sind halt 1000-mal schlechter gemacht und 1000-mal weniger Inhalt als bei GTA 5. Ich muss es nicht gespielt haben, ich weiß das. Bilder, Videoausschnitte von GTA 3, 4 und 5, San Andreas, nicht 5, San Andreas und sowas gesehen. Und das ist halt, also da fragst du dich wirklich, was das ist. Okay, aber auf jeden Fall interessant. Das heißt, wir sind jetzt beim Erkunden fertig. Wir haben jedes kleine Detail jetzt hier erkundet. Und ja, sehr, sehr wenig Inhalt. Nichts Besonderes, leider sehr enttäuschend. Fazit dazu. So, da wir auch noch ein paar Minütchen haben, würde ich sagen, sprengen wir hier etwas. Machen wir einen kleinen Roadtrip hier in Vice City. Ah, wie gut. Wir sprengen einfach. Ne, wir sprengen hier gar nichts. Warte, das will ich testen. Ich will, dass dieser Plane alle Palmen absegelt. So, also wisst ihr, was ich meine? So, ich hole mal meinen Plane raus. Wow, das klang falsch. Hä, wieso ist hier so eine komische Kantenwand? Okay, gut. Dann segeln wir jetzt mal ab. Let's go. Ja, da segelt alle Palmen ab, aber... Oh doch, jetzt fallen alle langsam runter. Ey, wie cool. Warte, jetzt nochmal. Aber jetzt... Entspann dich mal. Jetzt nochmal ein bisschen höher, damit das die anderen auch abwischt. So, jetzt müsste ich jede Palme erwischt haben. Und jetzt müsste jeder langsam runterfallen. Ja, die da hinten schon, aber die, was ist mit denen hier? Weiß ich nicht, was da los war. Aber es sah schon cool aus, oder? So ein Cut durch die Flügel und da sind alle langsam runtergefallen. So, dann noch ein bisschen Lava. Hier ein bisschen auf... Das nichts, weil hier ist ja nichts drin. Dann die Baracken auch noch schön in Lava tunken. Und die Palmen natürlich auch, die dürfen nicht fehlen. Oh, der Lava-Eimer, der Klassiker. Man liebt ihn, man kennt ihn und man liebt ihn. Obwohl, vielleicht hasst ihr ihn auch. Vielleicht denkt ihr euch jedes Mal, wenn ich den Lava-Eimer raushol, Mann, wann tut er endlich dieses Tool weg? Ich hoffe nicht, ja, die ist eigentlich ganz cool. Katana, stimmt, wir könnten auch noch die Palmen ein bisschen zerschneiden. Und warum ich so einen Fokus auf die Palmen habe, weil die irgendwie cool sind. Ich finde, die Palmen sind irgendwie das Coolste hier in der Map. Ah, oh, stimmt, wir haben ja ein neues Tool, das haben wir im Live getestet. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt schon mal im Video hatte, aber ja, es gibt so ein Piano. Das kann runterfallen, kann aber auch mit Q explodieren. Direkt auf den Tower. Ich meine, wer braucht einen Raketenwerfer, wenn man einfach so ein Piano hat, das explodieren kann? Aber es extrem nervt, dass es so leckt. Bei den Palmen zumindest. Nuke. Ja, Nuke passt eigentlich auf so einen Militärflughafen, ne? Okay, Nuke versus Militärflughafen. Oder auch nicht. Die Reichweite ist so beschränkt. Also ich könnte sie natürlich erhöhen, aber ja, dann explodiert die ganze Map. Aber ich würde sagen,
das war's mit dem Video. Wie gesagt, gab nicht so viel Content, da ich nie einschätzen kann, wie groß die Map ist. Aber ja, falls ihr, wie gesagt, Vice City kennt, dann wird es bestimmt Nostalgie in euch vorgerufen haben. Also falls euch noch irgendwelche Sachen einfallen, die ihr mir sagen wollt für diese Map, für dieses Spiel, also Vice City, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Dann schaue ich mir das an. Sonst gebt auch gerne ein Like, sonst andere Kommentare, Ideen, Videovorschläge. Ich bin heute um 17 Uhr übrigens noch live. Wir spielen das neue Spiel Only Up, wenn das funktioniert. Und sonst würde ich sagen, war es mit dem Video. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Into the blood.